Jungs, hallo! Herr Hilton, bitte, Herr Hilton! Beschreiben Sie mir die Beziehung zu Ihrer Mutter, bitte. Ah! Oh. Ein Typ mit der Waffe! Oh, was zum wow. Teufel! Ja, das ist gut. Das bringt sie okay. wieder ein bisschen runter. Oh, genau. Oh Gott! 6! 6! Ach verdammt, hier stehen alle. Aber der Buffalo, ne, das Fahrzeug, der ist abgeschleppt worden. Verwahrplatz von Los Santos steht hier. Hä? Ich würde sagen, ich finde heraus, wer das war und dann verpassen wir demjenigen die Kugel, oder? Bin ich dabei, ich hol dich ab. Ah, da ist es. Dann rufe ich doch mal ganz kurz jemanden an, der sich da vielleicht gestern nicht richtig hat verhalten. Sven. Die Karre lassen wir nicht irgendwo am Straßenrand stehen. Bernd. Sven. Bernd? Ja. Ja, wir müssen gleich mal reden, mein Freund. Wie? Ich schicke jetzt gleich einen Standort und dann reden wir. Ist ja. das klar? Okay. Gut, du kommst dahin alleine, ist das klar? Alleine, okay. Alleine kommst du, ja. Okay. Du hast nämlich gebaut, Sven. Ich hab gebaut. Du hast gebaut. So, ich habe nämlich eine Idee. Den werden wir jetzt mal schön hops nehmen. Der Sven hat wahrscheinlich das Auto hier irgendwo falsch geparkt und ich habe mir gestern beim Jack Hilton da was abgeguckt. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Wie sehr kann ich das durchziehen, okay? Okay. Ich sag jetzt, pass mal auf, ja? Wir haben da was vorbereitet. Kommst du mit dem Leichenwagen nach oben und schreist ihn richtig an und sagst, hey, du hast meine Karre verparkt und so. Und ich sag, Sven, du hast dich mit dem Falschen angelegt. Weißt du, dem mal ein bisschen Angst machen. Verstehst du, was ich meine? Oha, okay. Das wäre doch mal witzig, oder? Okay, ich hoffe, mein Bruder an. Der macht dem Angst. Gut, oh ja, knack die Finger. Okay, ich glaube, der kommt. Ah, doch nicht. Ist er das? Ich sag dir mal ganz kurz, dass er sich hier mal wegmachen soll. Wäre es in Ordnung, wenn Sie vielleicht eine Etage tiefer fahren? Wir müssen hier oben was besprechen. Ja klar, aber ich habe mir nur die Rampe angeguckt. Würde ich nicht drüber aber springen, wenn ich sie wäre. Aber ich habe ein pinkes Auto. Gut, das ist trotzdem... Ich würde es nicht machen, das ist sehr gefährlich, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich habe 5 Verbandskasten im Auto. Gut, dann möchte ich mir das jetzt bitte anschauen, dann springen Sie auch bitte, okay? Knallgas, komm schon! On the road again! Eieiei, der tickt doch nicht mehr sauber, der Typ. Du hast gebaut, Sven. Und zwar ordentlich. Was habe ich denn getan? Das Auto hinter mir, Sven. Erinnerst du dich daran? Ja. Was machen wir mit den Autos, wenn wir die irgendwo nicht mehr brauchen? Was machen wir mit den Wagen, hä? Einparken. Was hast du mit dem Auto nicht gemacht, Sven? Ich hatte das Auto doch gar nicht. Sven, was hast du mit dem Auto nicht gemacht? Wo muss ich das Auto eben abholen, hm? Ich weiß nicht, wo du das abholen musstest. Nimm deine Hand hoch. Was machen wir mit den Wagen? Einparken. Bernd! So, Sven. Hände hoch, habe ich gesagt, du Bernd. Idiot! Ich habe da jemanden, der mit dir sprechen möchte. Amigo, halt die Schnauze. Solltest du noch einmal mit der Karre von meiner Frau irgendwie bauen und die kommt hier in die Verwahrstelle oder so eine Sind nicht nur deine Seiten auf Null, Amigo. Hast du mich verstanden? Ja, ich hab dich verstanden. Komm, steh auf. Guck da rein, Amigo. Siehst du das? Hä? Ja, ich seh's. Tut mir leid. Auf die Knie. Tut mir leid, dass ich das Auto nicht vernünftig eingepackt hab. Amigo, da fehlt noch was, ne? Nee, das wird niemals mehr passieren. Steh auf, Mann. Sven, auf. Hey. Ich muss mir das echt Sven, alles gut bei dir? Ich hab mir in die Hose gemacht. Solid. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Guten Abend. Wir haben nichts gemacht. Wir haben einen Dispatch bekommen, dass sie Langlaufverschlüsse waren. Oder ist einer von Ihnen? Das ist eine Fake-Leiche hier drin. Gucken Sie rein. Ja. Tschüss. Hast du eventuell geredet, Sven? Nein, wirklich nicht. Egal, lass einfach hier weg. Ich wollte dir was sagen. Ja, was denn? Ich habe so eine Dauererektion, die geht nicht mehr weg. Das war's ja wohl, wirklich. Das ist voll schlimm. Komplett. Pass auf, lass mich da gleich mal gerne nachschauen. Vielleicht können wir die mit dem Hammer runterknüppeln oder so. Und, ich arbeite gerade. Du arbeitest gerade? Bin gerade am Feld. Ah, sehr schön. Ja. Herr Walter, gut, dass Sie mich anrufen, Herr Psychologe. Herr Walter, nicht Walter. Sie sind sich bewusst, dass heute die letzte Formalität noch geklärt werden muss? Der Scheidung? Oh mein Gott, was tust du? Oh mein Gott, hier sind Panzer und das ist ein Kampfjet mit Raketen. Oh mein Gott. Gut, ich bin, Sie können Oh mein Gott, was geht hier gerade ab, Digga? Ich lass mich von sowas nicht beeindrucken. Herr Hilton, geht's Ihnen gut? Herr Hilton. Treffen wir uns im Standesamt, wir fahren schon mal dahin, okay? Hallo, Herr Psychologe. Ich werde mal alle. Das sieht wieder extrem heiß aus. Dankeschön. Hallo, danke. Geil. Ja. Hallo. Gut, okay, also, sehr schön, da haben wir doch schon mal einen Fortschritt. Also, guck mal, Jenna, ich bin ganz ehrlich, diese verdammte Scheidung kostet uns 900.000, das sind 450.000 für jeden, unnötig. Guck mal, wenn wir uns scheiden lassen, müssen wir wieder mehr... Alter, was ist das jetzt? Jungs, hallo! Alter, ich hab ne Krise. Alter. Wir verstehen uns, Bruder. Einfach, wir versöhnen uns einfach und sparen uns die 900.000. Genießt noch, dass wir weniger Steuern bezahlen müssen, weil wir verheiratet sind. Ich möchte aber nicht mit dir Steuern sparen. Ich bin maximal bereit, 50.000 dazu zu tun zu dir. 100.000. Ich tue 100.000 dazu zu dieser Scheidung. Mehr nicht. Sie haben beide gesagt, dass sie sich trennen möchten. Ja, ich dass möchte sie die Scheidung... aber Joanna zurück. Gottes Willen, ich kann das nicht. Ich möchte... Sehen Sie, Joanna ist aber schon in einer neuen Beziehung. Du hast schon einen neuen? Ja.
Herr Hilton, bitte, Herr Hilton, hallo! Hallo, Herr Hilton, bitte! Du wirst schon immer, du hast einen anderen. Joanna, was Gott, ich hier? Kann das nicht. Herr Hilton, wir kommen hier nicht weiter. Wir treten. Oh, Junge. Das ist höchst unhygienisch. Oh mein Gott! Das ist höchst unhygienisch, was wir da machen. Herr Hilton, das ist wirklich. Riechen Sie wohl. Gottes Willen. Gut, ich rufe gleich meinen Vater an und dann werde ich dem erklären, dass für mich diese Therapiesitzung hier beendet ist, weil wir hier leider auf der Stelle treten. Ist das in Ordnung? Bitte tun Sie das nicht, Sir. Ich brauche Ihre Hilfe. Verdammt nochmal. Bitte rufen Sie nicht meinen Vati an. Bitte nicht meinen Vati anrufen. Sir, ich sag Ihnen eine Sache. Ja. Wie auch immer Sie das mit Ihrem hypnotischen Kram gemacht haben, dass Sie mich so irre machen. Ich bin kein Bitte erlassen Sie mich von meinen Sorgen und Hypnotiseur. Ich habe nur gesagt, dass Sie nicht in der Lage sind, einen Median zu finden, auf dem wir uns gut unterhalten können, okay? Ja, Leute, die das Wort Median benutzen, ich weiß nicht, was das bedeutet, die sind mir sowieso suspekt. Gut, Helden. Es war nett, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Vielleicht sehen wir es das eine oder andere Mal, wenn ich dann hier selber im Staatsgefängnis arbeite. Es gibt noch eine Sache, Sir. Ja, bitte. Oh Gott. Ich habe doch gesehen, wie sie mich angeguckt haben. Warum ich hier bin, ist einfach, weil ich einfach kaputt bin in der Birne. Ich denke einfach, das hat damit angefangen, wo ich das erste Mal hier nach Los Santos hergekommen bin. Mhm. Und seitdem sind sie traumatisiert, nehme ich an. Das ist sicherlich ganz gut behandelbar. Beschreiben Sie mir die Beziehung zu Ihrer Mutter, bitte. Ah! Oh. Ein Typ mit der Waffe! Ach, was zum wow. Teufel. Hände hoch! Sofort die Hände hoch! Bitte? Sofort Hände hoch! Ich will niemanden Funken sehen hier, ich will nichts sehen hier. Bären. Was zum Bären. Teufel? Ja? Ja? Was geht, Bruder? Ach, Junge, ich bin. Oh mein verdammt nochmal, ich bin hier mitten in einer Therapiesitzung. Ach, haben wir gecrashed? Oh, Gottes Willen, der arme Mann hat gerade das erste Mal seine medizinische Marihuana-Dosis erhalten. Das ist, glaube ich, jetzt gar nicht förderlich für den Herrn. Schönen Abend noch. Guten Abend, hallo. Müssen mir einen Gefallen tun. Sie werden jetzt gleich meinen Sohn anrufen. Ah, okay. Dann werden Sie ihm genau das sagen, was ich ihm sage, okay? Achten Sie genau darauf, was ich sage. Danke, Sir. Natürlich. Hier spricht Corporal Hilton. Hallo, hier ist Bernd Wolter. Hallo, Kevin, Bernd mein Wolter. Liebling. Hallo, mein Liebling. Ich muss dir was sagen. Was ist los mit Ihnen? Ich muss dir was sagen. Und zwar, es tut mir leid, dass ich Sie als unbelehrbar betitelt habe. Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie als unbelehrbar betitelt habe. Wie kommt es zu diesem Umschwung? Und dementsprechend... Ist alles gut bei Ihnen, Sir, hallo? Also, Dementsprechend möchte ich Ihnen hiermit. Werde ich Ihnen die nächste Sitzung kostenlos anbieten. Kostenlos anbieten. Oh, Bernd! Es könnte sein, Sie sind so es könnte nett. Sein, dass ich mich etwas in Sie verliebt habe. Dass ich mich freuen würde, wenn wir die Therapiesitzung weiter fortsetzen. Wenn ich würde mich freuen. Ich wollte sagen, dass ich mich eventuell etwas in Sie verliebt habe. Ein großes Interesse habe, die Therapiesitzung weiter fortzusetzen mit Ihnen. Einen schönen Abend noch, Herr Hilton. Wünsche ich Ihnen auch, Bernd. Dankeschön. Das freut mich. Ich muss nur diese blöde Therapie mit Kevin Hilton hinter mich bringen und dann aus meiner Kartei streichen. Und die willst du wie lange machen? Eine Stunde? Nein. Das ist ein ganz schnelles Ding. Ich werde dem Jungen attestieren, dass der einschlägig geisteskrank ist und dann... Oh mein Gott, Bernd. Scheiße. Hallo? Alles in Ordnung? Alles andere als gut. Ich rufe ihn ganz kurz in den Krankenwagen, wenn das in Ordnung ist, ja? Hier, das ist meine Lizenzkarte, das ist mein Personalausweis. Hallo, Herr Wolter, Ihnen habe ich gestern das Leben gerettet. Können Sie mit dem Auto einfach über mich drüber fahren, damit es vorbei ist? Ja, sehen Sie mal. Und ich gebe Ihnen jetzt hier einen Whisky. Wir bräuchten auf jeden Fall eine Stunde bei Herrn Wolter. Meinen Sie nicht, dass eine Therapiestunde vielleicht nicht verkehrt wäre? Oh, aber Sie lassen schön die Finger von meiner Tochter, ne? Das ist ja mein Mitarbeiter, der ist ja da dran, nicht ich. Genau. Ihre Tochter tritt gerade auf den am bewusstlos liegenden Mann auf dem Boden ein, ich weiß nicht. Joanna, hast du gerade auf diesen Mann eingetreten? Gerade kreuzweise. Ihre Tochter scheint wirklich gerade in der Pubertät zu sein, ich weiß es nicht. Haben Sie gehört, der Herr ist soeben verstorben. Sie ist auch was? Meine Mami. Wer hat den Typen umgebracht? Ich kann ja nichts dafür, ich meine, wenn... Warten Sie mal. Schauen Sie mal, ich gebe Ihnen jetzt was, okay? Oh Gott. Oh Gott. Jetzt nehmen Sie das Messer einmal in die Hand. Nein. Der lebt doch noch, der Mann. Der Mann lebt doch noch. Nein. Und dann machen Sie einen geraden, sauberen Schnitt, ja? Aber. Der lebt nicht. Ich glaube, er ist ohnmächtig geworden. Er ist ohnmächtig. Hallo? Er ist käseweiß. Nicht hallo, das siehst du doch. Er ist käseweiß. Er ist ohnmächtig geworden. Hallo? Ja, halt den Schuh mal unter seiner Nase, das hilft. Warte. Wer hat sich auf den Typen jetzt? Du hast
bitte auch dünner sein. Ja, bitte. Was soll das? Du fährst Mensch, hab ich gehört. Oh Gott. Ich hab gerade mit meinem Facharzt gesprochen. Ja. Ich gebe Ihnen jetzt mal kurz was. Okay. Nehmen Sie einmal ein und dann mit einem Schluck Wasser hinterher, ja? Sicher, dass das gut ist? Ja, ja, das ist gut. Das bringt Sie okay. wieder ein bisschen runter. Okay, dann nehme ich... Deletarium heißt das. Ist der jetzt vergiftet? Clown! Clown! Pass sie mit ihrer Taschenlampe auf. Schlag ihm mal ein bisschen an die Backen, dass er wieder aufwacht. Wie heißt er? Nein! Guck gerade hier meine linke Tasche. Ich glaube, ich habe mich in der Tasche vergriffen. Ja, ich glaube, ich brauche nichts mehr. Mir geht's soweit gut. Danke. Hier, das wollte ich Ihnen eigentlich geben. Sicher, dass das nicht zu viel ist? Nee, das ist richtig. Das ist so diese Dosierung, die man braucht. Eine nehme ich noch. Nehmen Sie noch die dritte. Das ist gar kein Problem. Mir können Sie vertrauen. Und dann am besten jetzt noch die vierte hinterher. Sie kennen sich ja da aus. Gucci, Mucci, du weißt. Oh Gott. Sechs! Was hast du gemacht? Das ist ehrlich. Warum verdummst du die ganze Insel? Du beschwerst dich über Leute, die ich fucking nicht ab, weil du machst die alle dumm mit deinen Drogen, Jake. Ich wollte das nicht. Leg mir in dein Maul! Ich wollte das wirklich nicht, Ayo. Oh nein. Oh ja! Oh ja! Oh, yeah. Einmal in den Arm nehmen. Mal nur kurz in den Arm. Komm her. Ich brauche ein bisschen Körperkontakt. Einmal in den Arm. Ich will einfach nur, dass es aufhört. Komm mal mit, ich nehme dich mal hin. Nein, nicht wegrennen. Nicht wegrennen. Du bist ein Elch und du bist jetzt frei. Du bist frei. Du bist ein Elch. Lauf in die Freiheit. Du bist ein Elch. Frei. Lauf. Ein Elch, kein Vogel. Oh, stehen bleiben! Mir wird ganz schwarz vor Augen. Hört das irgendwann auf? Ich will, dass das aufhört. Bitte nicht meine Organe rausnehmen. Nein. Ich leg sie hin. Mach mal eine schöne Bluttransfusion, dann sollten die ganzen Drogen rausgespült sein. Hab doch heute Abend noch Gespräche mit Patienten. Wie soll ich denn so arbeiten? Alles gut, Sie dürfen sich nur nichts anmerken lassen. Nee, eben. Sie sind kein Elch, okay? Nein, Sie sind keiner. Es könnte sein, dass ich Sie vielleicht ein bisschen abhängig gemacht habe von mir. Die Pillen sind ab sofort bei mir käuflich erwerblich. Ja? Nein, also nein, nicht, ich will, das war so traumatisierend, ich will sowas nie wieder in meinem Leben. Alles gut. Also, ne, Sie können sich aussuchen. Entweder Sie nehmen halt nicht die Pille oder ja, Sie werden halt in 3 Tagen vielleicht nicht mehr unter uns sein. Dann bin ich lieber tot. Herr Wolters, ich wünsche Ihnen noch einen wundervollen Abend. Ich muss das alles erstmal der Polizei melden. Wehe, Sie erwähnen meinen Namen, Froning. Herr Oleke. Du hast Drogen genommen, du fette Stück Scheiße. Halt dein Frisse. Weißt du das? Herr Oleke, ich wusste nicht, der Herr. Sie wussten das ganz genau. Der Herr Hilton hat gesagt, das sind Magentabletten. Nein, Sie haben Drogen genommen, ja? Ich finde das nicht doll von Ihnen. Es hat gar nicht wehgetan. Oh, ich habe keinen Schmerz empfinden. Nochmal. Oh, mit Anlauf! Wow! Wir müssen doch noch operieren, richtig? Ich rufe den Mann jetzt an. Ich weiß nicht, ob Sie sind in der Lage, das Sie operieren ja nur, ich bin nur dabei. Seien Sie gegrüßt, Herr Wolter. Herr Breitenberg, wir sind bereit für die Operation. 50.000 hier und jetzt. 50.000? Herr Oleke wird Sie operieren. Herr Oleke wird mich operieren. Ja. Kommen Sie doch einfach mal vorbei und lernen Sie den Herrn Oleke kennen. Setzen Sie, oder legen Sie sich mal bitte ganz kurz. Gut, Herr Oleke und ich haben uns darauf verständigt, dass wir einen Hirnschrittmacher versuchen, bei Ihnen einzusetzen, der die neuronale Störung gefolgt mit der Schizophrenie bzw. der gespaltenen Persönlichkeit größtenteils aufhebt. Ich verstehe, aber mir ist noch nicht ganz im Klaren, wie dieser Gehirnschrittmacher funktioniert. Ja, wir müssen dafür, Klamuster, der Real ist, entschuldigen Sie mich. Also dieser Herr Oleg, der spricht ja gerne eine Sekunde. Ich drücke einen Anruf, ja? Sehr schwierig zu verstehen. Gibt es eine Wahrscheinlichkeit, ein Restrisiko irgendwie dran zu krepieren? Ein Risiko dabei zu versterben, sehe ich hier nicht, da der Oleke ein absoluter Fachmann ist. Verstehe. Den haben Sie bestimmt extra eingeflogen aus dem Ausland. Genau. Ja, genau. Wir sitzen in Klabuster, der Jalis schrauben jetzt in Ihrem Gehirn ein, um das denn, um die Operation denn zu beginnen. Stopp! Betäubung oder ähnliches? Ja, natürlich. Betäubung auch. Wir werden auch ein EKG bei Ihnen gleich einsetzen, um alles im Auge zu behalten. Machen Sie sich keine Sorgen. Das ist nicht das erste Mal, dass mache ich sowas. Mein Kollege, der Herr Bende hier.
Also sie hören sich nicht gesund, also guter Mann, wenn sie an einer offenen Wunde operieren, dann dürfen sie nicht auf meine Wunde husten. Herr Breitenberg, das ist nur ein EKG, um ihren Herzschlag zu monitoren. Das hat der Aqua ganz richtig gemacht. Wir sehen da vorne 7:24, das passt soweit. Das ist die Uhrzeit, Herr Wolter. Das ist ein EKG-Monitor. Wie gesagt, das einzige Restrisiko, was besteht, dass ihre Persönlichkeitsstörung eventuell schlimmer wird. Das wird sich aber im Laufe der Genesung bessern. Langfristige Folgen kann es hier eigentlich nicht geben, okay? Ich bin dazu bereit. Ich möchte endlich diesen ruchlosen Mann in mir loswerden. Es plagt mich. So. Ganz ruhig. So, bitte das Oberteil ausziehen. Halten Sie meine Hand, Herr Wolter. Herr Wolter, Sie müssen mir helfen, ne? Herr Odell ist gerade dabei, das Bindegewebe Ihres Hirns zu durchstoßen. Machen Sie sich keine Sorgen, wir sehen da schon den Hypothalamus, alles gut. Herr Kollege, linke Anhangslappen. Die sehen die neuronale Verbindung da vorne. Bitte einsetzen. Eingesetzt. Vorsichtig, die Schrauben langsam anziehen, bitte. Ich krieg die Schrauben nicht rein. Ganz ruhig. Betäuben Sie mich, betäuben. Okay. Machen Sie sich keine Sorgen, wir sind alle für Sie da. Absaugen. Ja. Wir können zunehmen. Hä? Oh. Das ist ein Fehler, alles gut. Okay. Alles in Ordnung. Blut. Scheiße. Was denn? Er verliert Blut. Sven, bitte abtupfen, Sven, das abtupfen. Blut. Und bitte gleichzeitig die Naht anlegen. Sehr schön. Oh mein Gott. Alles gut. Alles gut. Da ist der Puls. Okay. Sehr gut. Wer seid ihr, Amunagel? Was ist hier los? Das ist jetzt der Hirnschrittmacher. Wo bin ich hier? Herr Breitenberg, alles gut. Alles gut soweit. Wir haben es gleich richtig eingestellt. Ich sitze in das Gefühl, eine Sekunde, wir haben es jetzt gleich. Ich habe Schmerz. Alles gut, das ist normal. Herr Breitenberg? Ist es vollbracht? Ich fühle mich schlapp. Was war das? Alles gut. Das sind die letzten Reste Ihrer Persönlichkeit, die Ihnen nun ausfahren. Der Hirnschrittmacher wird Ihnen nun helfen, Stück für Stück immer weniger Identifikation zu dieser Person zu finden. Herr Breitenberg? Ja. Verdammt nochmal, wir haben einen Durchbruch! Ich küsse eure Augen. Wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn es wieder heißt. Bernd Wolter, mein Name, Diplompsychologe. An der Stelle macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.